Heute machen wir in der Freizeit quasi eine Zeitreise. Und zwar mit einer Legende. Mit ihm. Mit Felix Neureuther. Und wir haben gewettet. Sie wissen schon, ein bisschen ein Wettkampf. Wer entdeckt mehr Typisches aus dem vorigen Jahrhundert? Unterwegs sind wir dabei natürlich auf Skiern. Ist ja klar. Und für jeden Treffer gibt es genau einen Punkt. Moin! Moin! Max, du mit deinem Opel. Erster Retro-Punkt für mich. Kim, auf geht's, pack was. Geh weiter jetzt. Hoppa. Ja. Fang dir gut an. Hä? Heute in der Freizeit. Skifahren wie früher. Vom steilen Schlepplift bis hin zu Abfahrten, die schon vor über 100 Jahren der Renner waren. Die letzten Naturschneeparadiese Bayerns und wie sie überleben. Das, was wir ja heute machen, ist ja quasi Naturschneefahren, Skifahren. Ist ein bisschen so wie saisonales Gemüse, oder? So kann man es eigentlich sagen, ja. Genau. Das, was von oben runterkommt, das wird genutzt. Wir schauen praktisch nach Skigebieten, wo fast keine technischen Hilfsmittel vorhanden sind. So wie es halt früher war. Also keine Beschneiung. Ja. Wichtig. Die Liftkarten dürfen auch nicht teuer sein. Ganz, ganz wichtig. Und die Skigebiete sind nicht erweitert worden. Ja. Sondern die sind nur ursprünglich, so wie es früher war. Ja. So wie es ihr halt auch aus der eigenen Kindheit kennt. Für Felix Neureuther waren die Alpen immer der Lebensmittelpunkt. Als Sohn von Rosi Mittermeier und Christian Neureuther, in den Bergen von Garmisch-Partenkirchen aufgewachsen, steht er schon mit 2 Jahren auf Skiern. Mit 10 gehört Felix zu den Favoriten in seiner Altersklasse. Das gibt eine gute Zeit mit 49,32. Bist du zufrieden mit deiner eigenen Leistung? Wer war denn dein härtester Konkurrent? Ja, ja. Und er, Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger, ist ein guter Freund geblieben. Gewinnt in Kitzbühel sein erstes Weltcuprennen. Die Ski-WM 2013 in Schladming. Im Slalom endlich mit 29 Jahren seine erste Einzelmedaille. 5 WM-Medaillen gewinnt Felix Neureuther und wird mit 13 Weltcupsiegen zum erfolgreichsten deutschen Skirennläufer der Weltcup-Geschichte. 2019 verabschiedet er sich als Skiprofi. Und du weißt, wo wir hin müssen, oder? Ich weiß, wo wir hin müssen, weil wir von jetzt da hier, da bin ich früher Kinderrennen gefahren. An Herzogstand. Kindheit quasi. Kindheit. Abgeholt haben wir den Felix in seiner Heimat, Garmisch-Partenkirchen. Unser Plan, wir wollen 3 Naturschnee-Skigebiete besuchen. Das erste liegt am Walchensee. Im Sommer gondeln oder wandern Tausende zum Herzogstand. Aber das Skigebiet, das kennen nur wenige. Das war einfach toll schon allein mit der Bahn dann aufzufahren und dann da oben dieser Hang, weißt du, der ist nicht geebnet worden. Es ist ein naturbelassener Hang, das ist mein Papa früher schon untergefahren als Kind. Meine Mama als Kind untergefahren und ich auch als Kind gefahren. Und sowas liebe ich. Auch diese Tradition, weißt du, die da drüben am Berg ist, die lebt man da. Gut. An- und ausziehen, das ist jetzt so herrlich, schau. Wenn ich habe einen Skischuh, der ist so gemütlich. Früher die Rennschuhe, das war ein Wahnsinn. Keine Chance gehabt, den einen auszukommen. Da hat immer dann mein Servicemann, der hat den aufreißen müssen da unten, dass ich da reinschlupfen hab können und ich da nachschlupfen hab können. Und jetzt halt da, oh, jetzt bin ich schon drin. Oh mein Gott. Gut. Den zweiten auch noch? Freilich. Ja. Ist auch alt. Also ich meine, ist alt. Schau mal auf. Fahrt nicht mehr, gell? Nein. Kim. Kim sagt er. Ui. Erst einmal galt es, Sitzfleisch zu beweisen und unempfindlich gegen Kälte zu sein.
Die Auffahrt mit dem Sessellift über 800 Höhenmeter dauerte fast eine Viertelstunde. Heute geht's schon ein wenig kommoder mit der Gondel bergauf. Wer Skifahren will, der muss oft bis Ende Januar warten. Erst wenn 60 bis 80 Zentimeter Neuschnee gefallen sind, können sie anfangen, die Pisten zu präparieren. Dafür zahlt man für den Skipass nicht viel mehr als für den Schweinsbraten in einem Wirtshaus. Kannst du auf die Hütten gehen eigentlich wieder? Jetzt nicht schon? Ach. Nein, jetzt fahren wir. Das kennst du, gell? Ja, sehr gut sogar. Das war so die maximale Herausforderung für uns, weil der Hang einfach, der ist so, wie er ist. Und das war total schön. Es hat sich nichts geändert. Alles nur so, wie es war? 1:1 so, wie es war. Super, dann darf ich jetzt genau einen Punkt umhalten. Ja, stimmt. Gut, hast du es gemacht. War nicht schlecht, gell? Ja, das war nicht schlecht. Ja, ich bin so blöd. Keine zusätzlichen Lifte, keine Erweiterung der Pisten. Nur die Herzogstandhäuser sehen anders aus. Von denen, die Ludwig II. Ursprünglich hatte errichten lassen, blieb nach einem schweren Brand 1990 nur Asche übrig. Weißt du, wann das letzte Mal ich da runtergefahren bin? Wann? Vor 28 Jahren, glaube ich. Ehrlich? Mhm. Damals war ich 10. Und damals war es noch anders. Ja, ganz anders. Gell? Also heim hat es nicht gegeben. Und das war ein schwerer Hang. Steil, hängt, Übergänge drin. Und die Ski natürlich auch. Ich fahre jetzt so einen langen Ski, wie ich damals als 10-Jähriger gefahren bin. Und das hat sich natürlich wahnsinnig viel geändert vom Material her. Jetzt werden die Kinder schon mit Rennanzug runterfahren. Früher haben wir eine Rennhose und einen Rennpulli auch gehabt. Das war cool. Ja, das war cool. Die selber gestrickten Rennpullis. Ja, ja. Von meiner Mama damals. Das war herrlich. Ah. Habe ich immer daheim. Pass ja aber leider nicht mehr rein. Ja, doch vielleicht ein bisschen gewachsen. Magst du da die Song? Fang du an. Außer du hast noch Fragen wegen wie mal, also Technik oder so, Skien. Bist einigermaßen. Ja, sag mal noch kurz was. Immer Talski belasten. Okay, das ja? ist der, der. Zum Berg schaut. Zum Berg schaut. Waiting for it to come back to me. When I grow up. Skifahren, nicht Skifahren! Ist das der Nostalgiepunkt eigentlich für mich? Jetzt gerade die Abfahrt? Weißt du was? Den schenke ich dir. Das ist voll lieb von dir. Das war's. Danke. Das war, den kriegst du. Vielen Dank. Gerne. Hau ich dir. Servus. Oh Gott, das ist. Auch wie früher. Das ist wie früher. Mit dem Lift musst du erst einmal nachfahren können. Pass auf, wir stellen kurze Stecker, kurze Stangen. Ja, Retro-Punkt. Für wie? Oh. Okay. Der Fahrenberglift bringt die Skifahrer damals wie heute hinauf. Wer die Talabfahrt nimmt, der rollt mit einem Pendelbus zurück zur Gondel. Lange Zeit wurden hier Werdenfelser und sogar bayerische Meisterschaften ausgetragen. In den 1980er Jahren, als anderswo die Skigebiete rasant wuchsen, geriet der Winterbetrieb am Herzogstand ein bisschen in Vergessenheit. Also mit Abnahme. Danke. Ja, grüß euch. Ah, herrlich. Übrigens, Max. Servus. Der Lied. 60er Jahre. Punkt für mich. Aber ich wollte es gerade sagen, aber. Hans, die Erwachsenen, die letzten zwei, sind durch bei mir jetzt. Für die. Auf geht's, Kim. Auch heute unterwegs der Nachwuchs des Skiclubs Kochel.
Und der Mann in Schwarz hier neben mir, das ist Thomas Holz, der Bürgermeister von Kochel am See. Schön, dass die Kinder da sind. Ja, ist super. Und da sind wir natürlich froh, wenn der Skiclub bei uns trainiert da herum. Ich hab da auch Skifahren gelernt, das richtige Skifahren da herum. Auf geht's, Start frei. Es ist ja so, wenn kein Schnee da ist, ist kein Schnee da, oder? Genau. Und ich meine, Schnee ist ja das Thema mittlerweile, oder? Zu viel Schnee haben wir nicht. Betrieb ist immer schwierig. Ja. Und künstlichen Schnee werden wir da herum nicht machen. Braucht man nicht, gell? Wollen wir nicht. Brauchen Daumen, ja. Natürlich, das wird schon geben. Du kannst eine Beschneiungsanlage kannst du machen, kalt, nur weiß auch, das ist eine Schattenseite. Aber auch ganz bewusst, wir wollen da herum keine künstliche Beschneiung. Weil es nicht lohnen darf oder weil ihr sagt, wir wollen dem ganzen Wahnsinn irgendwas dagegen setzen? Das war, was das so geht, schon ein Beschluss von meinen Vorgängern da, wo man einmal überlegt hat, baut man vielleicht sogar einen Sessellift weiter runter noch oder was zu dem Schleppern oder zu. Und dann haben wir bewusst gesagt, da herum ist so schön. Wir haben so eine schöne Natur und das ist ja der große Bonus, den wir da herum haben. Man macht da keine Eingriffe und lässt es so, wie es ist. Aber am Ende vom Tag muss es irgendwie lohnen, weil ihr müsst ja trotzdem die Leute zahlen. Wenn wir Skibetrieb haben, schreiben wir ganz klar rote Zahlen. Das nehmen wir bewusst in Kauf, dass der Skibetrieb defizitär ist. Auf geht's. Da bin ich jetzt auch ganz ehrlich, muss auch keiner hören, aber das können wir uns auch leisten. Noch. Weil ihr den Sommer natürlich das Gewicht draufgelegt habt. Im Sommer kämen wir umdrunten, sagen wir es so. Ja. Und den Winter, den leisten wir uns, weil wir gesagt haben, so wie jetzt, da ist der Berg, wenn man sieht, die jungen Kinder können da herum Skifahren. So was gefällt uns und das fördern wir. Ich würde jetzt noch gerne einmal davon, bitte. Weißt du, weil das ist jetzt so lange her gewesen und jetzt sind da die Kinder und so, ich möchte da jetzt. Kaum Stangerl da. Ja, mag ich fahren. Ja. Mhm. Also. Schauen wir mal. Sehr. Also, Start frei. Come on, baby. Neureuther wie früher. Wie früher. Ist ein bisschen retro, wie der fährt, oder? Angeber. Es muss nicht immer alles höher, größer, schneller, weiter, noch mehr. Ganz ehrlich, es gibt so viele Skigebiete, da willst du im Sommer nicht hinfahren, weil es im Sommer so kreislig ist. Ja, das stimmt auch. Deswegen sind wir froh, dass wir heute da fahren haben dürfen. Ja. Wo fahre ich eigentlich hin? Wir fahren an einen Ort, der ist spektakulär. Spektakulär? Ja. Du kannst dich freuen. Für mich einer der schönsten Plätze, die es gibt. Und es hat sich auch nicht verwendet. Unser nächstes Retro-Skigebiet ist nur 20 Kilometer entfernt. Es liegt natürlich auch ums Eck von Garmisch-Partenkirchen in Mittenwald. Los geht's an der Karwendelbahn. Ich hab schon. Retro, ich, Punkt. Das ist meiner. Ja. Eingang, der Schriftzug Retro. Richtig. Alt, gratuliere, ja. Alt. Wie alt? Circa 60 Jahre. Ah, schon richtig alt? Ja. Wir können heute leider nicht Skifahren. Aber das Wetter und ich meine, und. Ja, ich weiß, Ski? Aber das ist halt auch in Retro-Skigebieten so. Naturschnee. Lawinengefährlich und heute zu lawinengefährlich. Können wir leider nicht fahren. Gehen wir dann gleich ins Wirtshaus rein? Nein, wir fahren schon auf. Wir schauen uns drum schon, weil es schön ist. Gut. Hier sind wir. Da rein? Ja, da geht's rein. Dankeschön. Gerne. Ah, du, das ist eigentlich. Eigentlich ist das doch. Das ist doch eigentlich eher für mich. Danke, wunderbar, habe ich schon. Passt. Passt. Dammkarwurm nannte man das Phänomen. Um übers Dammkar hinabzufahren, reisten die Skifahrer mit dem Zug an und stapften dann zu Hunderten bergauf, bis zu 4 Stunden lang. Oben gab es eine Eisbar. Dort traf man sich zum Davoseln, wie die Einheimischen sagten. Ja, es hatte was vom mondänen Davos. Nach über 10 Jahren Bauzeit bekamen die Skifahrer 1967 eine Gondel. Die Bahn ist 2011, also die Kabine ist neu gemacht worden. Oben die Bergstation ist auch neu gemacht worden.
Aber das Skigebiet, das ist wunderbar. Es ist eins zum gern haben. Es geht ins Herz. Da bist du als kleiner Bub unterwegs gewesen? Genau. Als Bub mit meinen Eltern zusammen. Und meine Eltern sind da früher mit der alten Kabine, sind die auch schon dann aufgefahren. Und der Papa ist damals auch schon Rennen da oben gefahren. Bei uns war es immer so, wenn es geschneit hat, wo fahren wir? Da fahren wir Dampfer. Ja, ehrlich. Wir sind nicht ins Skigebiet, wo die Masse hin ist, sondern wir sind da ans Dampfer. Kindheit, Skifahren. Ich meine, habe ich auch gehabt, gell? Bin ja auch früher auf die Ski gestanden, mit Vieri, ja. Zwergerlkurs, gefroren, kalte Füße, das kenne ich und gern knüllen. Oh ja, auch gut. Weißt du, was bei mir war? Das waren immer so die Gummibärlen am Kiosk unten. Das waren Tüten mit einem Gummi oben dort. Den hat die selber den Gummi da hingemacht. Selber die Gummibälle rein. Und da hast du gewusst, du hast von jedem nur das Beste gehabt. Und jedes Mal, wenn man eine Runde gefahren ist, dann hat man die Gummibälle-Tüte aufgegessen gehabt, weil die so gut war. Und bei der nächsten Runde hast du dann nochmal eine Tüte kaufen dürfen. Und das ist meine Kindheitserinnerung auch an hier. Das ist total schön. Ja, das ist schön. Ja. Was du? Wir haben ihn gewonnen, hat der gekriegt so eine Gummibälle-Tüte. Aber selber zusammengestellt, weil die, selber zusammengestellt. Weil die kommt nämlich dann auch vom Herzen. Bin ich schon gespannt, was ich für eine kriege von dir dann. Der ist lustig. Den merkt man, den Witz ja auch immer. Der ist lustig. Alles klar, gut. Danke. Bitte. Da geht's Max, los. Max. Schau mal. Die alte Gondel. Das ist doch eigentlich jetzt ein Retro-Punkt für mich, oder? Für dich? Ja, freilich. Nein, leider nicht, weil Retro-Punkt Regelwerk, § 2 Absatz B, nur Dinge, die noch im Einsatz sind. Da ist ein Bar drin, die ist ja noch im... Wenn die Bar jetzt Retro- auf wäre, dann würde Absatz C gelten. C gelten? Ja, richtig, aber ist leider zu. Sind wir schon richtig, oder? Ja. Früher sind es da auch schon die Tunnel vorgegangen. Ja, ja. Du musst dir den Lohn erst einmal erarbeiten. Es hat eigentlich schön angefangen. Ja. Schön. Oder? Normalerweise darf der ja schon losgehen, oder? Genau, da fährst du normal schon los. Schau, da links, da geht's runter. Früher fanden hier internationale Rennen statt. Heute lieben Freerider die Skiroute, die immer erst von der Lawinenkommission freigegeben werden muss. Das ist eine Traumabfahrt. Ja. 7 Kilometer lang, ja. Längste Abfahrt Deutschlands. Und du hast alles drinnen. Und vor allem keine Pistenpräparierung. Bis Ende der 90er Jahre haben sie es präpariert, danach haben sie es eingestellt. Und wenn es geht, dann geht's. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ich bin ja auch so groß geworden mit Skifahren. 4 Jahre Zwergerlkurs und so. Aber ich finde, da hast du natürlich auch Skifahren gelernt. Absolut. Da hast du natürlich auch den Berg kennengelernt. Du hast halt eine irrsinnige Bindung zur Natur aufgebaut. Also das ist nicht auf einer perfekt präparierten Piste, das ist nichts. Sondern das Skifahren lernst du anders. Mit deiner Profikarriere bist du ja natürlich immer auf bestpräpariertesten Pisten unterwegs gewesen. Es war part of the game, sagen wir es einmal so. Du hast es ja machen müssen, sonst hättest du gar keine Chance gehabt bei den Skirennen. Du hast trainieren müssen. Aber ich sage mal, wenn du jetzt mit dem Herzen Skifahren magst, wirklich mit dem Herzen, dann ist das hier das Richtige. Hier ist einfach die absolute Ruhe. Das hast du nirgendwo anders. An einem Meer rauscht's. Das regt mich auf. Da komme ich nicht zur Ruhe. Auf einem Berg komme ich zur Ruhe. Das ist bei mir ganz enorm. Da gibt's keine Nebengeräusche, sondern da ist die ultimative Ruhe. Und ein Mensch, der braucht Ruhe, glaube ich, um gewisse Dinge einordnen zu können. Und das kann ich am Meer kann ich nicht. Das kann ich nur in den Berg. Ja, das verstehe ich. Es ist ja schon ein Thema für Zukunft. Wie soll es werden? Ich bin kein Freund davon, dass man neue Skigebiete erschließt und dass man alles noch größer macht und so weiter. Sondern das, was wir haben, das müssen wir versuchen zu erhalten und vernünftig aufzustellen. So, dass man natürlich auch in gewisser Weise jedem Menschen diesen Genuss des Skisports auch ermöglichen kann. Weil das kostet da schwierig. Da, wenn du als 3-jähriger Stöpsel das Skifahren lernen magst, ja, könnte schwierig werden, sozusagen. Muss man halt vielleicht dann da hinfahren, wo es geht? Genau. Was war das Nächste? Überraschung. Ich liebe Überraschung. Du wirst dich freuen. Ja. Ich glaube, du wirst dich freuen. Ich glaube auch.
Für unser drittes Skigebiet fahren wir Richtung Rosenheim. Genauer gesagt nach Brandenburg. Zur Überraschung. Zur Wendelsteinbahn. Boah, das ist ja eine alte Zahnradbahn, hä? Punkt! Danke. Oh. Schau dir das an. Das gibt's ja nicht. Damals hat man schon gewusst, was schön ist. Gell? Ich mag ja das alte Klump. Ja. Ja, deswegen mag ich dich. Das ist jetzt in der Tat eine Zeitmaschine quasi. Hä? Zurück in die Vergangenheit. Ja. Wedelstor kenne ich eigentlich nur im Sommer. Weil klar, oben Sendemast, der ganze, also, oder? Ich kenn's gar nicht. Aber eins weiß ich, dass die da drum nicht beschneiden. Alles Naturschnee. Alles Naturschnee. Es ist ja schon ein Erlebnis an sich, der Weg nach oben. Es ist einmal was anderes. Ja, absolut. Seit 1912 fährt eine Zahnradbahn auf den Gipfel, die älteste Hochgebirgsbahn Deutschlands. Die Skifahrer liebten den bequemen Aufstieg. Auf der tiefschwarzen Ostabfahrt sind schon vor über 100 Jahren Menschen auf zwei Brettern bergab gekurft. Für mich ist eine Zahnradbahn auch absolute Kindheitserinnerung. Ich bin immer mit der Zahnradbahn früher als Kind auf Zugspitzen aufgefahren, um dann da Ski zu fahren. In der Zahnradbahn, da habe ich dann meine Hausaufgaben gemacht. Ehrlich? Ja, fertig. Da haben wir jeden Blödsinn dieser Welt haben wir da gemacht. Mit den anderen Skiclub-Kindern, das war so schön. Weißt du, was ich in der Zahnradbahn gemacht habe? Was? Geschlafen. Ja, da habe ich mir beim Abfahren immer einen Sitzplatz gehabt. Nostalgischer kommt man eigentlich nicht auf die Piste. Die alten Holzwaggons werden bei Bedarf auch für den Skibetrieb genutzt. Aber schauen Sie halt bitte schön vorher nach, ob der Schnee gelangt. Auf unserer Internetseite gibt es dazu zum Preis und auch zu den anderen Skigebieten mehr Infos. Die Gleise, ist das auch noch von früher? Also die Gleise nicht mehr, die haben wir schon mal austauscht, weil die abgefahren haben. Aber die Zahnstange ist noch die Originalzahnstange. Die liegt da drinnen seit 1912. Das alte Ding ist von Anfang an drin? Von Anfang an drinnen, ja. Ah, Wahnsinn. Und mit was sind die von Anfang an gefahren? Sind die schon mit Diesel oder was haben die gefahren? Nein, das war eben schon elektrische Bahn, da ist auch ein Wasserkraftwerk gebaut worden. Also wir fahren schon seit der Zeit von 1912, ich glaube, mit elektrischem Strom. Und mit selber produzierten Strom auch noch? Genau. Nachhaltiger geht es ja schon fast gar nicht mehr. Wie ist es zum Fahren? Geht es gut runter? Ja, geht ganz gut, ja. Na, wenn es sich noch interessiert, unten fahrt es runter und dann gleich durch und dann seht ihr rechts also hinten rum. Da ist der Sepp und da habt ihr eine wunderbare, schöne Terrasse. Und da schaut es noch vorbei bei dem. Und sagt einen schönen Gruß von mir. Von wem sollen wir sagen? Flori. Flori. Habe die Ehre, Flori. Na, geh weiter, komm. Schau dir das einmal an. Das ist ja gigantisch. Ja, sag mal. Warum war ich noch nie hier? Warum war ich noch nie da? Hast du das denkt, dass das? Überhaupt nicht. Ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Weißt du was? Genau wegen sowas bin ich Skifahrer geworden. Danke. Meine Herren, Prost.
ehrlich. Warum gibt es den Platz? Den Platz gibt es tatsächlich seit 1936. Das ist gebaut worden für Filmkulisse und steht also seitdem fast unverändert an dem Platz. Das ist meiner. Ja. Der, oder? Verdient. Habe ich verdient, gell? Absolut. Und du hast das seit wann? Ich habe seit 6 Jahren. Für mich ist das halt der Doppeltreffer, weil ich halt auch ein leidenschaftlicher Skifahrer bin. Und, das ist ein sympathischer Mensch, oder? Sehr sympathisch. Wir sind eigentlich schon als Kinder in den Zug reingesetzt worden. Da war gar keiner mit dabei. Die haben uns da in den Zug reingeguckt und haben gesagt, jetzt fahrt Ski da rum und auf die Nacht holen wir euch wieder ab. Und so sind wir schon in das Skigebiet irgendwie eingeboren worden. Und für mich gibt es eigentlich kein schöner Skigebiet wie den Wendelstor. Aber dann kennst ja du das Skigebiet schon wirklich lang. Hat es da nicht einmal Pläne gegeben zum Ausbauen oder Vergrässern? Oder? Ja, das war tatsächlich mal im Gespräch, ob man auch das Skigebiet saniert, so wie man es am Sudelfeld gemacht hat. Aber die Berechnungen, was die Kosten anbetrifft, die waren dann eigentlich ganz brutal hoch für Beschneiung und neue Liftanlagen und so. Das hätte irgendwie viele, viele Millionen gekostet. Und so hat man sich dann entgegen entschieden und hat gesagt, nein, es bleibt ein kleines Skigebiet einfach, so wie es halt ist, mit Naturschnee. Und ich persönlich bin ja froh, dass das genauso ist, weil einfach da nicht so der Trubel ist und es sind einfach nur ein paar wenige Skifahrer da. Und es hat einfach einen ganz anderen Flair, als wenn ich irgendwo nach Kitzbühel fahre oder keine Ahnung, wo halt einfach der Wahnsinn ist. Wie viel Schnee braucht man da, dass man fahren kann? Ja, also nachdem da halt wirklich da das schon ein sehr storniger und felsiger Untergrund ist, weil wir ja relativ hoch herum sind, brauchen wir schon so 1,50 Meter Schnee, damit wir gut Skifahren können. Wenn es ein bisschen mehr ist, dann ist es natürlich perfekt. Welchen Skifahrer habt ihr? Es sind ganz wenige Touristen. Es sind in der Regel sehr, sehr gute Skifahrer, weil einfach das auch sehr anspruchsvoll ist. Es ist steil, gell? Es ist steil, es sind nur schwarze Abfahrten. Und insofern sind das eigentlich lauter Leute, die man eigentlich kennt. Und ich möchte jetzt mal sagen, das ist darum fast wie eine Community. Ab jetzt sind wir auch bei der Community dabei. Mittendrin. Mittendrin. Uns geht es ja so gut. Nicht nur, dass wir gut ausschauen. Nur, dass Sie es gehört haben, das ist übrigens die private Terrasse vom Sepp. Also nicht, dass ich denke, naja, Sie wissen schon, was ich meine. Ah, das war fundig. Ja. Saprelot ist dieser Schneeabfahrt. Ja. Der Schnee ist Wahnsinn. Gut. Ja, griffig, alles. Du bist gewedelt, wie der Hansi Hinterseher zu seiner besten Zeit. Oder? Das ist ja eigentlich auch fast der Retro-Punkt, oder? den habe ich. Okay, das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Abrechnung, oder? Kriege ich die Gummibärli? Du? Warum du? Ja. Ich habe einen Opel. Ja, was heißt Opel? Das ist einer gewesen am Anfang halt. Ja. Aber dann habe ich die in Schriftzug gehabt. Ja, und, aber ja, was? Die Gondel. Ja, da habe ich oben heute am die. Dabker. Ja, oben am Dabker. Moment, nein. Aber ich habe unten die Griffe noch gehabt. Die hast du gehabt, richtig, genau.